Ich grüße euch, Leute. Mittwoch, neues Unboxing hier auf dem Kanal. Nicht wundern, ihr seid mit der Kamera mal ein bisschen näher. Hat auch einen guten Grund. Und zwar werden wir heute ein paar Packs für unsere Sticker Collection öffnen. Ich habe da ja schon mal ein Video gemacht, wo ich quasi, ja, mein erst Unboxing gemacht hatte. Die Aufkleber hatte ich ja schon reingeklebt gehabt. Und Leute, ich war beim Kiosk und habe mir tatsächlich mal wieder ein paar Packs geholt. Ganze 14 Stück an der Zahl. Mehr hatten sie einfach nicht gehabt. Waren wahrscheinlich irgendeine Schulkiddies ein bisschen schneller wie ich wieder gewesen. Aber Leute, so ist es nun mal. So ist es nun mal. Und ich habe richtig Bock. Wo lege ich denn das jetzt hin? So, hier. Und ich habe richtig Bock, mit euch diese Pakete zu öffnen. Und dass wir dann vielleicht ein paar Sticker wieder kriegen, die wir noch nicht haben. Das Problem ist nur, ich habe es gar nicht im Kopf, was mir so fehlt. Weil es ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ich tue da Weile mal das nächste Paket hier auspacken. Auf jeden Fall habe ich richtig Bock, dass ich einen Razor Ramon endlich ziehe. Das kennt ihr ja noch aus dem letzten Video. Und man muss sich ja irgendwelche Ziele stecken, Leute. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier sitze, wo ich jetzt den Müll hinmache. Aber das ist überhaupt kein Problem. So, ihr seht es zuerst. Was ist denn das? Ach, die Usos, okay, die Usos habe ich, glaube ich, noch nicht als großen Sticker. Ja, der US-Titel habe ich auch noch nicht. Wen haben wir hier? Die gute Amber Moon haben wir hier am Start. Was ist das? Ist doch hier, Mann, ich verwechsel, ich, ja, Sanctuary hier, wisst schon. Oh, NXT, ich bin echt so. Der hat doch auch die Serie hier bei D-Max, wo er immer. Leute, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Eric, wie hieß er? Eric? Nee, Leute, da muss ich jetzt einfach mal gucken. Das lässt mir sonst wirklich keine Ruhe. Keine Ruhe lässt mir das. So, so viel Zeit muss sein. Ihr habt ja eh immer Zeit mitgebracht, wenn ihr meine Videos guckt, Leute. Oh, jetzt muss ich hier auch noch übelst blättern. Leute, es regt mich auf. Doch wir überbrücken die Zeit. So, das lässt mir jetzt einfach keine Ruhe. Kennt ihr das Problem, wenn ihr überlegt die ganze Zeit, wie hieß denn der? Und wenn dir das dann, ist natürlich zur Sicherheit ganz hinten bestimmt, wenn man den guten dann sucht. Ich muss eigentlich nur gucken, welche Nummer der Aufkleber hat. 214. Oh, Eric Young. Ey, lässt ihn dann keine Ruhe. Ich sehe aber gerade den, wo ist er? Den Aufkleber habe ich noch nicht. Sehr schön. Leute, es geht weiter. Da haben wir hier noch ein schönes Bild von AJ Styles am Start. Oh, Eric Young. Eric Young. Peinlich ist das, wisst ihr? Ihr verfolgt hier Wrestling-Content und dann fällt mir nicht mal der Name von ihm ein. So, ich ziehe es wieder so raus. Ihr werdet es als erster sehen. Oh, wir haben hier Finn Baylor. Haben wir die Glitzerkarte abgekriegt. Weiß ich gar nicht, ob ich den schon habe. Wie? Ach, Billy Kay habe ich auch schon mal gesehen. Auch ein heißes Eisen, wenn ich das mal sagen darf. Die Perfect 10 haben wir hier am Start. Wer ist denn das? Das erkenne ich gar nicht. Ach, der Finn Baylor ist das. Alles klar, alles klar. Und dann haben wir hier Randy Orton. Den Aufkleber habe ich auf jeden Fall. Weil mit Randy Orton merke ich mir sowieso alles. Weil ich Randy Orton nämlich nicht mag. Könnt mich ruhig hassen dafür. Aber ich mag ihn einfach nicht. Er wird für mich zu hoch gepusht. Und sein AKO muss ja anscheinend Armeen töten komplett. Das ist ja auch egal. So, wir machen weiter. No way, Jose. Warum nicht? Sehr schön. Dann haben wir hier, oh, den War Tag Team Title. Sehr schön. Dann haben wir hier Summer Rae. Aha. So, das erkenne ich jetzt gar nicht. Wen haben wir, das haben wir denn hier? Ah, hier, Elias. Alles klar haben wir hier am Start. So, und wer ist das? Ich erkenne das. Ich sehe das ja nur in der Kamera. Ah, der gute Chris Jericho. Sehr schön. Dann gleich mal das nächste Paket. Ihr glaubt gar nicht, für die Leute unter euch, die mich gucken, die schon ein bisschen älter sind, also so mein Alter, ich sag mal 30 plus oder von mir aus auch 25 plus, die das noch so kennen als Kinder, so eine Boxen zu öffnen. Und ihr glaubt gar nicht, im Alter macht das genauso viel Spaß wie früher. Ohne Scheiß. So, wen haben wir denn hier? Oh, Becky Lynch. Sehr schön. Weiß ich wiederum nicht, ob ich den hab. Da, der gute Neville ist das hier. Okay, okay. Ah, naja, Jax, die gute Ute. Wen haben wir hier?
Ah, wieder Perfect 10 Ty Dillinger. Und Team Alpha haben wir hier. Ah, alles klar, American Alpha haben wir hier am Start. Sehr schön, sehr schön. Und wir machen weiter. Wir machen weiter. Muss ich eh mal sagen, dieses Sticker-Video möchte ich jetzt mal nennen. Ist ja echt das meistgekriegte Unboxing bei mir auf dem Kanal. Finde ich sehr faszinierend, Leute. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber ist halt so, ne? So, wen haben wir denn hier? Oh, Glorious, sehr schön. Bobby Wood haben wir hier am Start. Das erkenne ich jetzt wieder nicht. Ach, Kofi Kingston ist das hier, wie er gerade ein High-Flying-Manöver zeigt. Was ist das hier? Der SmackDown Women's Champion-Titel, sehr schön. Dann haben wir hier Braun Strowman. Und was ist hier wieder? Der Baron Corbin. Irgendwie so vom Bild her viele Sticker, wo ich mir sage, das sagt mir gar nichts. Also ich glaube, hier sind wirklich viele dabei, die ich tatsächlich noch nicht habe. Oh, jetzt habe ich den großen Aufkleber, glaube ich, schon ein bisschen gesehen. Aber nicht komplett, also keine Sorge, Leute. Keine Sorge, Leute. So, was haben wir denn hier? Oh, die gute Lana. Sehr schön. Lana, bitte den Namen nicht rückwärts lesen, ihr wisst Bescheid. So, NXT, das Logo. So, was haben wir hier? Ach, hier, Revival ist das hier, alles klar. Wen haben wir hier? Ach, Brock Lesnar, alles klar, alles klar. Und dann haben wir hier... Muss ich was dazu sagen? Schmutz. Schmutz. Ach Mensch, wenn ihr Randy Orton mögt, mein Segen habt ihr. Es gibt halt immer Wrestler, die man nicht mag. Ihr mögt auch Wrestler nicht, die ich vielleicht mag. Cesaro zum Beispiel, keine Ahnung. So, wen haben wir hier? Oh, da freue ich mich sehr drüber. Bray Wyatt ist ja mit einer meiner Lieblingswrestler im derzeitigen Roster. Die Glitzerkarte, das gefällt mir wirklich gut. Was haben wir hier? Goldberg und Brock Lesnar face to face. Dann haben wir hier die gute Nikki Bella. Ich sehe es gar nicht. Eric Young, jetzt wissen wir's, Leute. Und dann haben wir hier noch den guten Chris Jericho, wie er quasi seine Walls of Jericho gerade macht. Und wenn ich mir das mal so angucke, das scheint AJ Styles zu treffen. So, wir machen weiter. Ein paar Päckchen haben wir noch, Leute. Und okay, ein Razor Ramon, wie gemein. So, wir gehen weiter. Oh, der Braun Strowman Glitzeraufkleber, immer geil. Oder ist doch der NXT Women's Champion Titel. Ja, sehr schön. Sagt mir auch nichts. Habe ich glaube auch noch nicht. Haben wir hier die gute Paige. Soll ja wieder ans aktuelle Roster jetzt mit einsteigen. Bin ich auf jeden Fall richtig gespannt. Ich gönne sie auf jeden Fall. Soll sie doch ihre Sexvideos machen. Was die Leute privat machen, interessiert mich doch eh ein Scheiß. Dann haben wir hier den guten Shinsuke Nakamura und Baron Corbin, Leute. So, ich zähle, Leute. Wir haben es doch bald geschafft. Wir haben noch 6 Pakete. Ich will Razor Ramon haben. Mann, ey. Ach, der wird schon noch irgendwann kommen. So, dann haben wir hier... Ja, hier Revival. Vorhin hat man sie gehabt bei einem Move-Off-Kleber. Alles klar. So, wie rum? Ah, die Usos. Die Usos hier. Dann haben wir hier... Seth Rollins. Ja, Seth Rollins haben wir hier am Start. Hier nochmal Brock Lesnar. Richtig viele Brock Lesnar-Bilder, was wir hier heute irgendwie am Start haben, ne? Und dann nochmal das Team American Alpha. Oh, nächstes Päckchen. Na, komm schon. Ich habe ja aus der letzten Folge gelernt, wie man diese Packung am besten aufmacht, ohne was kaputt zu machen. So, wen haben wir hier? Steve Austin, Glitzeraufkleber. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den schon habe. Kann ich euch gar nicht sagen. Ich sehe gerade übelst picklig in der Fresse. Ich pubertiere anscheinend nochmal. Aber das macht überhaupt nichts, Leute. Hier ein wirklich sehr interessantes Bild. Wir sehen einfach nur eine Arena. Und da ist keiner. Egal, wer da eigentlich sein soll, der hat anscheinend frei. Was für Aufkleber. So, dann haben wir hier nochmal die Perfect 10 Ty Dillinger haben wir hier nochmal. Das sieht mir nach Chris Jericho aus. Was ist das? Dean Ambrose haben wir hier nochmal am Start. Sehr schön, sehr schön. Immer noch kein Razor Ramon. Tragisch. Tragisch, Leute. Tragisch. So. Na komm. So. Wir machen weiter. Oh, der gute Shinsuke Nakamura. Sehr schön, sehr schön.
Das halte ich doch komplett falsch rum, oder? Was ist hier nochmal? Hier haben wir nochmal die Usos, wie sie gerade ein bisschen Team American Alpha ein bisschen frisch machen. Dann haben wir hier John Cena, wie er sich freut, dass er tatsächlich mal wieder einen Titel gewonnen hat. So, das ist... Oh, das ist ein geiles Bild. Guckt euch das... Ist sehr dunkel. Ich hoffe, ihr seht es trotzdem. Der gute Finn Balor in seiner Demon-Optik hier. Das ist wirklich ein geiles Bild. Also da muss ich jetzt gerade wirklich mal sagen, dass mir das richtig geil gefällt. Das ist so ein Bild, wenn du das große auf der Leinwand hast. Das sieht geil aus. Das sieht wirklich geil aus. So, und dann haben wir hier nochmal den guten AJ Styles. So, wir kriegen keinen Razor Ramon. Aber das für ein Baylor-Bild, das sah richtig geil aus. So. Und die nächste Fuhre. Ihr seht zuerst Chris Jericho. Den Glitzeraufkleber habe ich, glaube ich, schon gehabt von ihm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dann haben wir hier nochmal Alicia Fox am Start. Wer ist hier? Ah, der gute Shinsuke Nakamura. Wer ist hier? Oh, Big Cass. Ah, den werden wir eine Weile jetzt nicht sehen. Es ist, wie es ist. Und Baron Corbin, ich glaube, den haben wir vorhin auch schon ausgepackt, das Bild. Aber so ist es nun mal, Leute. Ich merke gerade, das ist sehr unsicher, wenn ich die hier hinlege, wo ich sie hinlege. Ich muss die mal hier rüberlegen. Alles gut, Leute. Die letzten zwei Pakete, wir hoffen mal. Bis jetzt mein Highlight war das Finn Balor-Bild. Das sah wirklich am geilsten aus. Na komm! Ich will es doch nicht zerstören. So, weiter geht's. Der gute Rusev Machka. Hoffe ich, dass da im aktuellen Geschehen mal wieder ein bisschen mehr passiert, weil es mit einer der Wrestler, die ja, hat ja so viel Potenzial, der gute, ne? Ist so gut im Ring. So, was haben wir hier? Der gute Seth Rollins ist das. Alles klar, alles klar. Dann haben wir hier die gute Maryse. Hier haben wir mal wieder den guten Shinsuke Nakamura, Leute. Und dann hier nochmal Nee. Nicht cool. So. Na komm schon. So, weiter geht's. Ihr seht's zuerst. Was haben wir hier? Oh, Heath Slater und Rhino mit dem SmackDown Tag Team Championship Gürtel. Oh, guckt mal, sehr schön. Ja, aber als Gürtel den Intercontinental Championship. Vom Aussehen her finde ich ja der geilste Gürtel, weil er auch so ein bisschen so Retro-Optik ist. Finde ich sehr geil. So, wen haben wir hier? Alexa Bliss haben wir hier. Hier haben wir nochmal Who Wants to Sing with Elias. Alles klar. Und letzte Karte kommt. Razor Ramon. Na, Chris Jericho mit der Liste. Schönes Abschlussbild. Ne? You just made the list. Leute, das waren die neuen Aufkleber für die Ultimate Collection. Ja, mit dem Aufkleben habe ich ja das letzte Mal gemerkt, das dauert. Das werde ich, glaube ich, heute Abend in Ruhe bei einem Bierchen machen. Da habe ich auch eine ruhigere Hand. So ist es nun mal, Leute. Und ja, auf jeden Fall doch schon. Also viele haben mir, Bilder haben mir gar nichts gesagt vom Aussehen her. Also denke ich mal, werden wieder viele neue dabei sein. Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Ich zeige es nochmal. Ultimate Collection, das Sticker-Album. Richtig geil, habe ich letztens schon gesagt, dass ich das sehr gut finde mit den Artikeln, die hier auch drin stehen. Die Aufkleber sind auch richtig geil. Ich kann euch gar nicht sagen, wie teuer eine Packung ist. Ich weiß, dass ich mir heute 14 Stück geholt habe und für die 14 9,80 Euro bezahlt habe. Ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen. Rechnet mal selber. Ich weiß es jetzt nicht, wie wirklich die, was da jetzt eh ein Paket kostet. Es geht auf jeden Fall vom Preis her. Will ja auf jeden Fall wie die Karten. So, das soll es gewesen sein. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war unser Unboxing-Mittwoch. Und ich würde sagen, wir sehen uns an anderer Stelle. Keep on Wrestling, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.